Hallo Leute und willkommen auch heute wieder zu einer kleinen Eilmeldung, so zum Sonntagabend, bevor wir dann demnächst endlich losdieseln zum ersten Streckenabschnitt unserer diesjährigen Sommertour. Ein bisschen dauert es noch, ich fahre noch beim Kaninchen vorbei, aber danach dürft ihr dann mit einsteigen und im Traktor Platz nehmen. Genießt also nochmal einen letzten Blick auf die Chefin, jetzt für eine Nachrichtensendung. Danach sehen wir sie dann erst Ende August bzw. Anfang September nach der Sommertour wieder. Aber jetzt wollen wir uns eine Meldung aus der Berliner Zeitung anschauen. Nämlich etwas, passenderweise aus Berlinistan, was möglicherweise aufs Wetter geschoben werden könnte von dem einen oder anderen Ideologen. Denn ihr wisst ja, wenn es warm ist, dann gehört es offensichtlich hierzulande mittlerweile zum Kulturgut, dass Freibäder geschlossen werden müssen. Aufgrund von gewissen, na sagen wir mal, Events, die sich dort zutragen. Ihr wisst, die Partyszene TM. So nun auch in Neukölln, wie wenig überraschend für die meisten vermutlich, musste das Bad in Gropiusstadt dicht machen. Ein Kombibad ist es wohl, die haben eine Schwimmhalle und auch einen Freibadbereich und noch klar bei 30 Grad und Sonnenschein. Da wird da natürlich das Angebot gerne in Anspruch genommen. Logisch. So auch von einer Jugendgruppe, wie man so schön sagt, eine Gruppe junger Männer, bei der wohl ein 14- und ein 15-Jähriger irgendwie in Streit geraten sein sollen und 20 andere sich dann auch noch mit beteiligt haben an dieser spontanen Party und es einmal mehr in einer Massenschlägerei ausgeartet ist. Natürlich hat man dann versucht, vom Bad aus die Polizei zu verständigen. Die sind dann auch angerückt, da waren die Beteiligten allerdings schon flitzen gegangen. Das Bad musste trotzdem geräumt werden, war wohl völlig überlastet und durch diese Massenschlägerei konnte da von einem entspannten Badespaß nicht mehr die Rede sein. Die Beteiligten sind alle, haben das Weite gesucht, konnten aber dann im Umfeld des Bades doch noch gefunden werden von der Polizei. Ja, haben wohl Faustschläge im Gesicht abbekommen. Naja, bei so einer Schlägerei kann sowas mal passieren. Allerdings haben sie eine ärztliche Behandlung abgelehnt. Wer jetzt meint, ja, das war nun der tägliche Einzelfall, der irrt leider. Denn es gab noch eine weitere Massenschlägerei in Neukölln. Auch hier, wie wenig überraschend, wird in mehreren Fällen wegen besonders schwerem Landfriedensbruch ermittelt. Ihr könnt euch also das Klientel vorstellen. Man darf es ja nicht ganz so offen aussprechen, aber ich denke allein die Tatsache, dass es um besonders schweren Landfriedensbruch geht, die lässt schon relativ tief blicken. Und wenn man sich dann in sozialen Netzwerken Bilder des Vorfalls anguckt, dann ist eigentlich auch alles gesagt, denn so ein Bild, das sagt ja mitunter mehr als 1000 Worte. Wie es nun weitergeht in Berlin, dann wird sich zeigen. Das ist mit Sicherheit nicht die letzte Schlägerei. Jetzt haben die Ferien begonnen. Heißt, da dürfte es in den Freibädern vor jungem Publikum nur so wimmeln in den nächsten Tagen und Wochen, solange das Wetter noch einigermaßen hält. Jetzt ziehen hier gerade Wolken auf, also es wird ein bisschen ungemütlicher. Aber so insgesamt ist natürlich Sommer, hat jetzt gerade vor einigen Wochen erst angefangen, das schöne Wetter. Es gab schon mehrere Vorfälle in Freibädern und jetzt einmal mehr in Neukölln. Ja, warum reden wir da noch drüber? Ist ja mittlerweile völlig normal geworden hierzulande. Ja, ganz einfach, jetzt hat man schon Stacheldraht um Freibäder gezogen. Man kommt nur noch nach Ausweiskontrolle rein. Man muss teilweise vorher ein Ticket buchen, einen Zeitslot, um da eine Runde schwimmen zu gehen. Es gibt mobile Polizeiwachen vor Freibädern, um genau solche Zustände einzudämmen. Und was hat es bisher gebracht? Nix, niente, gar nix. Die nächste Massenschlägerei. Ja, offensichtlich ist es den Flitzpiepen völlig wurscht, ob sie nun einen Ausweis vorlegen müssen oder eben nicht. Stellt sich hier die Frage, inwiefern der echt ist. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ihr seht, in Berlin ist alles wie gehabt. Der Sommer so vor sich hin. Sicherlich kommt demnächst der Erste und schreibt, das liegt am Klimawandel, das warme Wetter führt zu mehr Aggression. Was jetzt wie ein schlechter Witz klingt, das wurde uns tatsächlich versucht zu erklären vor einigen Monaten mal. Ich weiß nicht mehr, welche Zeitung das war, aber ein ganz großes Mainstream-Blatt. Die wollten uns wirklich weismachen, dass es zu mehr Aggressivität kommt, das liegt ja am Wetter. Komisch nur, dass es in Ländern, in denen es immer heiß ist, solche Probleme, ja sicher gibt es ja auch was, wo das mal vorkommt, aber sowas, was in Absurdistan in den letzten Jahren zum Standard geworden ist, gibt es in vielen, vielen anderen sehr heißen Ländern so überhaupt nicht. Nehmen wir mal Vorzeigebeispiel Dubai. Ist ja sehr westlich angehaucht, aber heiß. Ist in der Wüste, wie wenig überraschend. Da habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, dass die da permanent Massenschlägereien haben. Die müssten sich doch 24/7 nur verwamsen, wenn es am Wetter läge. Oder diverse asiatische Urlaubsländer. Thailand, Vietnam, alles was da eben so ein bisschen wärmer ist. Indien, wo sind denn da die Massenschlägereien in den Freibädern? Oder Nordafrika, die Urlaubsregion. Ägypten. In den Hotelanlagen müssten sich die Touristen doch permanent prügeln, wenn es an der Witterung läge. Tun sie aber nicht. Und auch hierzulande war es sehr lange nicht normal, dass sich im Freibad verdroschen wurde. Das ist ein Phänomen, das hat in den vergangenen knapp 10 Jahren massiv zugenommen. Und dann sollte man schon mal die Frage stellen, ja, das ist hierzulande unbeliebt, aber dann sollte man schon mal die Frage stellen, warum ist denn das so? Warum wurde jetzt in den vergangenen 10 Jahren fast
wöchentlich im Sommer so ein Vorfall, ach, mehr als wöchentlich, teilweise fast täglich so ein Vorfall vermeldet. Wo kommt denn das her? Könnte das was mit einem bestimmten Klientel zu tun haben, was wiederum auf politische Entscheidungen zurückzuführen ist? Ah nee, das ist ja dann ganz, ganz böse und Nazi und rechts, ne? Darf man ja nicht drüber reden, sonst reitet Nancy samt Konsorten ein. Es ist traurig, dass, naja, sowas längst abgenickt wird, nach dem Motto, ja, ja, mal wieder. Geht mir ja genauso vielen von euch auch. Man denkt sich nur noch, nur und täglich grüßt das Murmeltier. Aber es sollte in einem normalen Land so nicht sein. Ist ja mittlerweile eh schon zum Spießrutenlauf geworden, wenn man einfach nur mal schwimmen gehen möchte im Freibad. Das tun ja viele Leute gar nicht mehr. Genau aus solchen Gründen. Weil sie mit so einem Klientel A nicht aneinander geraten wollen und sich B da auch sehr, sehr unwohl fühlen in der näheren Umgebung. Gerade was beispielsweise junge Mädchen angeht, die nur in Ruhe mit ihren Freundinnen einen schönen Nachmittag haben wollen. Was man so nach der Schule ja auch mal tut. Das ist in vielen Freibädern in Berlinistan längst Vergangenheit. Wenn man sich das überproportional häufig anzutreffende Klientel so anschaut, naja, ob das dann die beschworene Buntheit ist, wie Grüne und ihre Anhänger mal gerne hätten. Ich habe da eine andere Definition von Buntheit, aber hey, wenn sie meinen, nicht wahr? Das ist ein sehr, sagen wir mal, homogenes Bild, was dort abgeht. Und das ist alles, aber ganz sicher nicht vielfältig, im Gegenteil. Eine bestimmte Gruppe verdrängt so ziemlich alle anderen. Wer noch die Möglichkeit hat, der sucht sich Alternativen. Steigt ins Auto, fährt raus an den See oder so, auch im näheren Umkreis. So in Berlin wird es ja durchaus zunehmend weniger angenehm. Aber es wird noch versucht, Alternativen zu suchen, wenn man die Chance dazu hat. Trotzdem ist es doch ein Trauerspiel, oder? Wenn Freibäder mittlerweile Hochsicherheitszentren sind, wenn Freibäder stärker bewacht werden als europäische Außengrenzen mitunter, das ist einfach hanebüchen. Das ist ein westeuropäisches Phänomen. In Osteuropa habe ich das so bisher noch nicht mitbekommen. Aber kann man nur einmal mehr sagen, geliefert wie gewählt, nicht wahr? Jetzt muss ich aber ein bisschen auf die Tube drücken. Wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon nach 8. Ich nehme es jetzt kurz nach 7:30 auf, aber ich bin noch am Packen, muss es hochladen, will jetzt gleich die Techniktasche zusammenpacken. Deswegen jetzt noch eben die Eilmeldung, damit ich dann alles, was ich mitnehmen will, Gimbelchen, Stativ und so, verstauen kann. Muss aufpassen, dass ich kein Ladekabel vergesse. Das müssen wir auch unterwegs was kaufen, aber es wäre natürlich schön, wenn ich vorher alles einpacke. Deswegen packe ich jetzt noch die letzten Reste. Und wer sich wundert, warum ich hier so komisch halt aussehe, ich habe ein T-Shirt von meiner Showgruppe an mit so einem fetten Logo drauf, deswegen habe ich mir die erstbeste Jacke übergeschmissen, hier rumflog. Und das ist nun mal mein Turnierjackett vom Pferd, also vom Reiten. Deswegen sitze ich jetzt hier so ein bisschen wie bei der Tagesschau. Aber es liegt einfach nur daran, dass ich jetzt das Showgruppen-Logo nicht so präsent ins Bild halten möchte. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Aber ich habe den größten Teil meiner Klamotten, die ich mitnehmen möchte, bereits verpackt. Unter anderem auch meine ganzen Hemden. Heißt also, ich habe gerade nicht mehr ganz so viel Auswahl. Ich habe vorhin noch eine Waschmaschine gewaschen und alles reingeschmissen, was ich heute so anhatte. Und nicht nur heute, was ich die letzten Tage anhatte. Und habe dann, naja, mein Showgruppen-T-Shirt ist so ziemlich das Einzige, was ich noch mitnehmen möchte, aber was nicht schon verpackt oder gerade gewaschen wird, ist, habe mir dann kurz an das einfach übergeworfen. Jetzt so zum Traktor beladen und Koffer packen und alles, was man eben so tut. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Doch, Socken muss ich unterwegs kaufen. Ich finde nicht genug Socken. Es ist, ich weiß nicht, die verschwinden so irgendwo um Nirvana. Ich war mir ganz sicher, dass ich eine Handvoll Socken in die Waschmaschine gepackt habe. Ich habe eine Socke aus der Waschmaschine rausgeholt. Entweder die Waschmaschine frisst die oder die haben irgendwo eine TARDIS entdeckt und sind im Paralleluniversum abgedüst, ich kann es noch nicht sagen. Hier fliegen zwar überall einzelne Socken rum, ich weiß nicht, wie die hier in die ganze Bude kommen, ich glaube, der Flattestent trägt die immer rum, aber ich habe es nicht hinbekommen, ausreichend viele Socken zusammenzusuchen. Ey, jetzt dreckige Socken habe ich dank dem Flattestenten gefunden, aber die kann ich ja nicht mitnehmen. Heißt also, eine Packung Socken werde ich wohl unterwegs noch kaufen, aber der Rest, der dürfte soweit vollständig vorhanden sein. Deswegen, stellt euch drauf ein, die Sommertour beginnt in sehr kurzer Zeit. Heute fahren wir erstmal nur die Redaktion wegbringen, morgen fahren wir nach Tschechien, Mittwoch fahren wir dann über die Grenze und dann erleben wir hoffentlich das ein oder andere Abenteuer. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch, deswegen bis später dann. Ob wir heute noch ein Flöckchen machen, das noch so als Ergänzung ist, weiß ich noch nicht. Ich habe zwar alles an Themenbuchen so auch schon verstaut und mitgenommen, aber ich will morgen vergleichsweise früh weiterfahren, weil ich den Tag über noch was geplant habe, noch ein bisschen was mit Freunden unternehmen. Heißt also, ich kann nicht ganz so lange schlafen und ich werde wahrscheinlich auch erst recht spät nachher ankommen beim Absitzen der Redaktion. Lasst es einfach auf euch zukommen, ihr werdet es mitbekommen. Wir sehen uns auf jeden Fall auf dem Reisekanal nachher. Auf dem Hauptkanal kriegt ihr dann schon mit. Entweder es gibt ein Flöckchen oder eben nicht. Und wenn, dann wird es aber ein kurzes. Jetzt aber bis später, ob nun vor oder nach dem Schlafen.